Herzlich willkommen, meine sehr verehrten Damen und Herren. Herzlich willkommen, liebe Studierende. Es ist mir eine große Freude, Sie heute hier zu begrüßen bei unserer Ringvorlesung Uncreative Digital Writing zum Vortrag von Frau Professor Wiebke Losen, die ich kurz vorstellen möchte. Wiebke Losen ist Senior Researcher, Journalism Research am Leibniz-Institut für Medienforschung, Hans-Bredow-Institut und zugleich auch Professorin an der Universität Hamburg. Frau Losen hat Kommunikationswissenschaft, Psychologie und sogar auch mal, wenn ich das richtig gelesen habe, Germanistik studiert in Münster. Sie war dann in Hamburg und in München und ist eben jetzt in Hamburg tätig. Das Thema von Frau Losen lässt sich ganz grob überschreiben durch das Schlagwort Transformation des Journalismus in sich verändernden Medienumgebungen, wobei es besonders die digitalen Medien und die Online-Medien sind, die ihr Interesse geweckt haben. Sie ist auch Mitglied des Forschungsnetzwerks Communicative Figurations und in diesem Kontext ist auch das Thema angesiedelt, zu dem sie heute sprechen wird. Aktuelle Forschungsthemen von Frau Losen sind nämlich der sogenannte Datenjournalismus, die Rolle von Algorithmen und künstlicher Intelligenz im Bereich des Journalismus. Vielleicht könnte man es ein bisschen allgemeiner noch fassen. Die Frage, die Frau Losen umtreibt, ist die, was macht eigentlich eine Gesellschaft oder was macht der Journalismus als Teil und auch als Gestalter der Gesellschaft mit solchen Technologien wie Big Data, künstliche Intelligenz und so weiter. All das berührt natürlich die Fragen unserer Ringvorlesung, wenn wir uns vor Augen halten, dass der Journalismus ein Bereich ist, der sich kreatives Schreiben quasi zum Beruf gemacht hat, können wir hier sehr präzise fragen, wie hier solche Technologien wie automatische Textgenerierung das ganze Feld verändern oder möglicherweise auch gar nicht so sehr verändern. Wir können bei Frau Losen in ihren Arbeiten nachlesen, dass natürlich unsere Gesellschaft und Journalismus auf das Tiefste durchdrungen ist durch diese Technologien. Der Prozess der Datafication wäre hier zu nennen, der viel weiter greift, als man es so auf den ersten Blick vielleicht meinen würde. Zugleich aber zeichnen sich Frau Losens Arbeiten auch durch eine gesunde Skepsis, durch einen gesunden Realismus aus, der sich weitgehend immun zeigt gegenüber allzu weitgreifenden Dystopien, dass zum Beispiel die Roboter uns ablösen werden in den Redaktionen, wie es manchmal in der Rede von Roboterjournalismus suggeriert wird. All das wird von Frau Losen geerdet. Ich freue mich sehr, dass Sie da sind, Frau Losen, und ich bin gespannt auf Ihren Vortrag. Herr Meyer-Vieracker, vielen Dank für die freundliche Einführung. Und geerdet gefällt mir ganz gut. Ich hoffe, dass ich das auch heute einlösen kann. Auch ein freundliches Hallo zu allen, die ich jetzt nur hinter geschlossenen Kameras sehe, und hoffentlich gleich in der Diskussion lernen wir uns besser kennen. Wir haben vereinbart, dass wir heute um 18 Uhr aufhören, etwas früher, weil ich nämlich noch weg muss. Das wollte ich noch mal vorweg schicken, damit es am Ende nicht irgendwie so gehudelt abgebrochen wirkt. Und ich würde Sie auch bitten, falls ich mich verquatsche, dass Sie mich gerne unterbrechen oder darauf hinweisen, dass ich in die Schlusslinie kommen soll. Das passiert nämlich manchmal. Mache ich gerne. Gut, ich teile jetzt mal meinen Bildschirm, damit Sie hoffentlich auch meine Präsentation sehen. Ist das jetzt zu sehen? Wunderbar. Gut, vielen Dank. Dann fange ich jetzt an. Ja, der Titel des Vortrags heute ist Four Forms of Datafied Journalism. Den habe ich mal im englischen Original belassen zu dem Aufsatz, auf dem dieser Vortrag in großen, aber nicht allen Teilen basiert. Dazu sage ich gleich auch noch mal was. Journalismus in der digitalen Gesellschaft. Immer wenn ich davon rede, von diesem Thema datafizierter Journalismus, denke ich so an diese Four Forms. Das ist für mich so ein Kürzel geworden, sozusagen, Four Forms, darin zu denken und zu sprechen. Deswegen, wie gesagt, habe ich auch den englischen Obertitel jetzt mal hier so gelassen und werde das wahrscheinlich auch im Laufe des Vortrags benutzen und selbstverständlich aber auch erläutern, was ich darunter meine. Zunächst möchte ich aber ein bisschen breiter einsteigen. Sie haben es gerade gesagt, ich beschäftige mich mit, Transformation des Journalismus in einer sich wandelnden Medienumgebung. So steht das ja auch auf der Website oder so benenne ich das so im Großen und Ganzen, was ich so mache.
Und da hat man eigentlich ständig was zu tun, weil die Medien wandeln sich ja ständig und in der Folge auch der Journalismus. Und das ist ganz schön, weil das macht dieses Thema so lebendig und immer sehr, sehr aktuell, aber eben auch sehr arbeitsintensiv im Hinblick darauf, mit diesen Entwicklungen Schritt zu halten und gleichzeitig aber nicht so schnell zu sein wie der Journalismus selbst, sondern sich auch noch Zeit für Reflexion und Beobachtung zu lassen, was ja die Aufgabe von Wissenschaft ist. Kaum etwas beschäftigt, so kann man sagen, den Journalismus so sehr wie sein eigener Wandel und die Journalismusforschung auch nicht. Und das ist, ich habe es gerade gesagt, wenn man so sagt, man interessiert sich für den Wandel des Journalismus im Verhältnis zum Wandel der Medien oder der Medienumgebung, in der er operiert, hat man vor allen Dingen seit jetzt gut 30 Jahren, seit das Internet da ist, besonders viel zu tun. Und wir sehen das auch in der Art und Weise, wie Journalismus über sich selber spricht und die Themen, die im Journalismus besonders virulent sind in Bezug auf die eigenen Veränderungen, dass da alles, was mit Technologie und technologischer Entwicklung zu tun hat, das eigentlich die Hauptrolle spielt. Man kann also sagen, das gilt insbesondere unter den Bedingungen digitaler Öffentlichkeiten oder der digitalen Gesellschaft. Was wir darunter verstehen können, will ich gleich noch mal ein bisschen genauer sagen. Und der sich ständigen Weiterentwicklung digitaler Technologien. Journalismus, das ist mir ganz wichtig zu sagen, ist für mich immer, ich sage, ich bin Journalismusforscherin oder so nennt man auch diesen Zweig, Journalismusforschung. Gleichzeitig versuche ich das aber immer nur so ein bisschen als, sag mal, Case Study zu behandeln oder als Fallbeispiel für diese Veränderung, die der digitale Medienwandel ja für ganz verschiedene gesellschaftliche Bereiche, für die Gesellschaft insgesamt, aber auch für ganz verschiedene gesellschaftliche Bereiche mit sich bringt in der Medizin, in der Wirtschaft, im Sport, also in verschiedenen. Und wenn man so drauf guckt, ist Journalismus nur ein Beispiel, an dem sich das beobachten lässt, aber eben gleichzeitig auch ein besonderes Beispiel, weil Journalismus ja nach wie vor zentrale Institution, Feld, System, Akteur für die Herstellung von Öffentlichkeit ist. Also wir sagen ja gerne, Journalismus hat sein Gatekeeping-Monopol verloren, gerade im Zeichen oder im Zuge der Digitalisierung. Aber ich denke, es ist unbestritten, dass Journalismus nach wie vor ein wichtiger Bereich ist bei der Herstellung von Öffentlichkeit. Journalismus ist ein, so kann man auch sagen, genuines Medien-, Öffentlichkeits- und Gesellschaftsphänomen und als solches Treiber und Getriebener im reflexiven Verhältnis von Medien- und Gesellschaftswandel. Und das ist so mein Versuch, so eine etwas breitere Brille aufzusetzen, wenn ich mich mit diesen Four Forms oder mit der Datafizierung des Journalismus in der digitalen Gesellschaft beschäftige, um deutlich zu machen, dass es da nicht nur darum geht, dass da irgendwie Technologien implementiert oder importiert werden und die ganz viele Prozesse verändern, das tun die auch, aber dass es eben Teil einer größeren Entwicklung ist, die Gesellschaft insgesamt betrifft. Was will ich heute genau erzählen? Die Gliederung ist etwa also sehr, sehr übersichtlich. Bevor ich zu den Four Forms komme, möchte ich etwas außer der Reihe über X-Journalismus erzählen und was sich dahinter verbirgt und warum uns das vielleicht auch ein Stück helfen kann, sich mit diesen Four Forms zu beschäftigen oder überhaupt mit Veränderung, Transformation im Journalismus. Und dann komme ich zu einem Fazit, wo ich nochmal besonders herausstellen will, Journalismus in der digitalen Gesellschaft. X-Journalism, also was verbirgt sich hinter X-Journalism? Hinter X-Journalism verbirgt sich eine Idee, aber mittlerweile auch eine Publikation, die da heißt Exploring Journalism's Diverse Meanings Through the Names We Give It. Und das ist im letzten Jahr erschienen. Und da habe ich mir mit Kollegen, ich habe ein Hobby zu einem Aufsatz gemacht mit verschiedenen Kollegen zusammen.
nämlich das professionelle Hobby, X-Journalismen zu sammeln, Journalismusbegriffe zu sammeln. Es gibt nämlich nicht nur diesen, wenn wir von Journalismus reden, nicht nur diesen einen Begriff. Und die Begriffe, die jetzt kommen, sind Englisch. Das hat was damit zu tun, dass die Sammlung dieser Journalismusbegriffe auf Englisch ist, ließe sich aber auch in allen möglichen anderen Sprachen machen. Zum Beispiel reden wir von Collaborative Journalism oder von Cross-Border Journalism, also eine Form des Journalismus, die grenzübergreifend arbeitet und zum Teil auch berichtet ist, so mit den Panama Papers berühmter geworden, weil das eine kollaborative Kooperation von verschiedenen Medienorganisationen war, die daran beteiligt waren, über die Grenzen hinweg, über die Grenzen von einzelnen Medienorganisationen, aber auch über Ländergrenzen hinweg. Oder Automated Journalism, ein Begriff, der uns heute noch mehrfach beschäftigen wird, ist auch ein X-Journalismus. Investigative Journalism ist ein älterer X-Journalismus, der nicht so stark Medienwandel reflektiert oder einen Technologiebezug reflektiert, wie das beim Automated Journalism beispielsweise der Fall ist. Und jetzt hat man schon verstanden, X-Journalismus bedeutet oder X-Journalism steht dafür, dass es immer ein Prefix gibt und dahinter steht was mit Journalismus. Und das kann man jetzt weitertreiben und diese ganzen X-Journalismen sammeln. Wir haben hier mittlerweile in unserem Team über 300 von diesen X-Journalismen gesammelt. Und wie gesagt, das ist so als kleines Hobby, als so ein Nebenprodukt in einem Forschungsprojekt entstanden und irgendwann dann mal selbst zu einem Thema geworden. Und zwar, als ich mit der Kollegin Laura Aber, die da auch auf dem Paper eben stand, in Tampere beim Bier saß, und wir festgestellt haben, dass wir beide dieses Hobby teilen, X-Journalismen zu sammeln. Und haben dann halt weitergesponnen, was man da noch daraus alles machen kann. Also diese X-Journalismen-Idee, Sammlung und das Konzept von X-Journalismus verdankt seine Existenz einer ganz einfachen Beobachtung. Die Entwicklung des Journalismus geht einher mit dem Entstehen immer neuer Journalismusbegriffe. Und das ist eine Kombination von Journalismus mit einem modifizierenden Begriff, der eine Besonderheit betont, in einem bestimmten Zeitrahmen eine Neuheit signalisiert oder auch signalisieren soll. Und sich X-Journalismen auszudenken, ist eine Praxis, mit der Wissenschaft und Praxis gleichermaßen versuchen, mit der Dynamik des Feldes Schritt zu halten, beziehungsweise sie voranzutreiben oder einen gewissen Claim zu machen oder von einer bestimmten Art von Journalismus zu reden und zu sagen, das ist aber jetzt was anderes oder das grenzt sich von diesem oder jenem auf diese Art und Weise ab. Konstruktiver Journalismus ist nochmal wieder so ein anderes Beispiel dafür, Constructive Journalism, über den auch sehr viel geredet wird. Wir haben, das will ich nur ganz kurz zeigen, weil unser Thema ja heute ein anderes ist, aber man kann sich leicht vorstellen, wie man das auch auf andere Fragestellungen übertragen kann, was man mit X-Journalismus so machen kann. Wir haben einen empirischen Testfall mal durchgespielt mit X-Journalismen, die eine Form der Publikumsbeziehung charakterisieren. Und das basiert auf einer Analyse von insgesamt 822 Nennungen von solchen X-Journalismen, die irgendwas mit Publikumsbezug haben, in nahezu 700 Journalbeiträgen. Das findet man auch in dieser Publikation. Und die Auswertung zeigt eben, dass man über die Jahre sehen kann, dass es so unterschiedliche Konnotationen jeweils gibt mit diesen X-Journalismen, die alle einen Publikumsbezug aufweisen können. Also so vom Community und Civic und Public Journalism, wo man sagen kann, okay, da wird eher betont, working for the audience as public, bis hin hier zum stärker dialogisch und diskursiven Journalismus, wo es eher darum geht, sensitiver in Bezug auf Publikums oder auf Publikumsbedürfnisse zu sein. So haben wir also fünf Phasen von verschiedenen X-Journalismen mit Audience-Bezug gefunden durch diese Analyse.
Man kann sich vorstellen, dass man, und Sie können mal, wenn Sie Lust haben, stöbern auf unserer Seite, da haben wir die xjournalism.org diese ganzen Begriffe abgelegt und auch so eine kleine Visualisierung gemacht. Und man kann nach verschiedenen Kategorien filtern. Und dieser Bereich von technologiebezogenen oder datenbezogenen X-Journalismen, mit denen wir uns heute beschäftigen wollen, ist ein relativ großer. Man sieht also daran, dass die Art und Weise, wie wir in der Forschung, aber auch der Journalismus selbst, reden über Journalismus mit verschiedenen Begriffen, dass im Moment sehr viel oder in den letzten Jahren sich eben sehr viel um so einen Technologiebezug dreht. Und es reflektiert ganz gut wieder, worum es heute im Schwerpunkt gehen soll. Ich komme jetzt zu einer auch zu X-Journalismen, und zwar zu vier verschiedenen, zu vier Formen eines datafizierten Journalismus. Und dafür habe ich mir zum Teil auch X-Journalismen ausgedacht, zum Teil welche verwendet, die da schon in der Diskussion gewesen sind zu dem Zeitpunkt. Das Paper geht auf eine Arbeit zurück, die im Zusammenhang mit dem Netzwerk, was Sie schon erwähnt haben, Communicative Figurations, entstanden ist, beziehungsweise da in der Working Paper-Reihe publiziert ist. Und das finden Sie auch online. Das ist schon ein paar Jahre alt. So lange noch nicht ist das her. 2018 ist das erschienen. Und seitdem ist die technologische Entwicklung natürlich weitergegangen. Aber ich denke, dass diese Heuristik der vier Formen, mit der ich versucht habe, eben deutlich zu machen, wie sich Datafizierung im Journalismus niederschlägt und eben nicht nur an dem viel zitierten oder viel behandelten Phänomen des sogenannten Roboterjournalismus, wie man ja viel darüber in den Medien selbst redet, sondern den Blick ein bisschen breiter zu ziehen, dass diese Heuristik mit diesen Four Forms zu arbeiten auch heute immer noch funktioniert, auch wenn wir heute viel stärker über diese Entwicklung so mit dem KI-Bezug reden. Und dazu möchte ich dann auch noch mal was sagen. Also KI-Bezug, also mit künstlicher Intelligenz, ne? Was kommt eigentlich an technologischen Entwicklungen, die wir als künstlich intelligent bezeichnen, im Journalismus an und wie verändert das den Journalismus? Und das ist sicherlich immer der neue Schub, der mit diesem Technologiebezug im Journalismus aktuell zu beobachten ist, noch vor der Datafizierung oder vielleicht der ersten Welle, auf die wir gleich mal zu sprechen kommen. Ich habe ja gesagt, am Anfang, oder das spiegelt ja auch der Untertitel des Vortrags wider, Journalismus in der digitalen oder auch in der Journalismus in der Gesellschaft der Daten. Und so habe ich das jetzt mal hier versucht, in der Überschrift deutlich zu machen, wenn wir so Gesellschaftsbeschreibung oder man könnte auch sagen X-Gesellschaften, also das Prinzip des X-Journalismus gibt es auch in Bezug auf Gesellschaftsbeschreibung. Die Risikogesellschaft zum Beispiel ist eine Sache. Oder die Netzwerkgesellschaft, also diese Tendenz, Großbegriffe oder Begriffe zu finden, die eine bestimmte Eigenschaft der Gesellschaft oder eben des Journalismus betonen, gibt es eben auch in Bezug auf Gesellschaften. Und ich würde gerne mal gucken, wie sich X-Gesellschaftsbegriffe im Verhältnis zu den X-Journalismen entwickeln. Das ist auch so eine Idee, die im Zuge dieser Arbeit an den X-Journalismen entstanden ist. Aber das führt jetzt zu weit weg. Aber wenn wir da gucken, sehen wir, dass wir in den letzten Jahren viele Beschreibungen der Gesellschaft gefunden haben, die was mit Daten zu tun hatten. Also The Data Fight Society zum Beispiel oder die Gesellschaft der Daten. Das Buch von Amin Nasseh heißt nun nichts so mit Daten drin, aber beschäftigt sich eben oder mit einer Theorie der digitalen Gesellschaft und spricht da viel von Muster und Mustererkennung. Oder eben auch die jüngste Publikation von Kollegen Andreas Hepp, mit dem ich auch in diesem Communicative Figurations Netzwerk zusammenarbeite, der spricht davon, dass wir auf dem Weg in die digitale Gesellschaft sind.
Das macht alles deutlich, oder das sind alles ja, Beispiele dafür, dass wir über die Bedeutung von Daten, Algorithmisierung, jetzt eben jüngst vor allen Dingen Automatisierung schon eine Weile sprechen. Und das eben auch nicht nur in Bezug auf den Journalismus, sondern eben als ein generelles Phänomen, was die Gesellschaft und ihre verschiedenen Bereiche und Domänen insgesamt durchdringt. Um das, was dahinter steckt, oder vielleicht nochmal einen Schritt zurückzutreten, Charakteristika dieses Medienwandels, über den wir ja immer wieder reden, ja, oder des aktuellen Medienwandels ein bisschen genauer zu beschreiben, dann könnte man das mit folgenden 5 Trends machen, die wir auch in diesem Netzwerk, das Sie erwähnt haben, erarbeitet haben vor ein paar Jahren schon. Ist aber, glaube ich, immer noch eine ganz gute, tragfähige Beschreibung dessen, wenn wir so vom Medienwandel sprechen, was da eigentlich dahinter steht. Zum einen die fortschreitende Differenzierung von digitalen Medien. Wenn wir das in Bezug auf Journalismus uns angucken, reden wir da ja heute oder gucken wir uns da heute nicht mehr nur die klassischen Verbreitungswege, so Print und TV selbstverständlich an, sondern dieses ganze riesige Portfolio, was an digitalen Medien entstanden ist und auch eben solche, die eher im Ursprung vielleicht für die interpersonale Kommunikation gedacht waren, wie Messenger beispielsweise, die ja im Journalismus auch zunehmend eine Rolle spielen und eben zu einer Differenzierung der Medien beitragen, also insgesamt, aber eben auch der Medien, mit denen im Journalismus gearbeitet wird. Eine durch diese Medien zunehmende Konnektivität und Vernetzung und eine Omnipräsenz von Medien, wie wir sie beispielsweise durch die mobile Kommunikation erleben. Und wir haben eine Beschleunigung der Innovationszyklen bei der Technologieentwicklung. Also das merken wir ja auch gerade ganz stark in Bezug auf Formen von Automatisierung mit oder ohne künstliche Intelligenz. Und eben die mit digitalen Medien verbundene Datafizierung aller Lebensbereiche. Das heißt, und die Rede von den digitalen Spuren, also die digitalen Spuren, die wir alle hinterlassen, dadurch, dass wir uns in dieser vernetzten Medienwelt bewegen, Dinge nutzen, Medien konsumieren, aber auch andere Dinge tun, die digitale Spuren produzieren, aus denen diese großen und mehr oder weniger großen Datenbestände generiert werden können, die dann mit diesem Schlagwort des Big Data oder zur Rede der Gesellschaft der Daten geführt haben. Beim Journalismus in der Gesellschaft der Daten oder mit Blick auf den Journalismus in der Gesellschaft der Daten sehen wir da eigentlich, also sind scheinbar vor allen Dingen 3 Punkte wichtig zu sein. Also zum einen ist Datafizierung, also so beschriebene Datafizierung, in allen Ressorts zu einem Thema in der journalistischen Berichterstattung geworden. Also jetzt mal ganz banal können wir sehen, dass das, was jetzt so als eine gesamtgesellschaftliche Entwicklung beschrieben habe, in den letzten Jahren auch ein Thema in der journalistischen Berichterstattung geworden ist, dass darüber gesprochen wird. Also vor allen Dingen ganz aktuell jetzt auch in den letzten Jahren mit der Corona-Pandemie. Also ging es viel eben auch um Daten, welche Daten gesammelt werden sollen, wie man die am besten darstellen kann, was man aus diesen Daten lernen kann. Also ein ganz aktuelles Beispiel für eine Form datenbasierter Darstellung im Journalismus. Die Datafizierung hat aber eben auch intern zu einer Veränderung journalistischer Arbeitsprozesse geführt. Das wird so in der Forschung gerne mit dem Computational Turn beschrieben. Und gleichzeitig befördert die Datafizierung, so kann man sagen, zum Journalismus funktional äquivalente Leistungen durch nicht-journalistische Dienste und Anbieter, wie beispielsweise Suchmaschinen, die ja auch eine Form von Selektion und Hierarchisierung machen, soziale Netzwerke und Inhalte produzierende Technologieunternehmen. Das heißt, dieser Datenstoff betreibt oder wird auch außerhalb dessen, was wir uns klassischerweise unter Journalismus ansehen,
genutzt für zum Journalismus, zur Erbringung von funktional äquivalenten Leistungen. Also das sind drei unterschiedlichen Skalierungsebenen ist das betrachtet. Ja? Dass man sagt, einmal auf der Ebene Berichterstattung, es wird ein Thema, Journalistinnen und Journalisten sollten verstehen können, was da passiert. Die interne Veränderung von Arbeitsprozessen und extern betrachtet die Umgebung, in der Journalismus operiert oder arbeitet, verändert sich durch Datafizierung eben auch. Das heißt, auf allen diesen Ebenen ist es wichtig, das im Blick zu behalten und nicht nur den Blick sozusagen nach innen zu wenden. Das heißt, wenn ich versuche, da mir Sinn draus zu machen, was da passiert, dann versuche ich das so, dass ich sage, das ist für mich so ein verschachteltes, sind so verschachtelte Ebenen. Es geht um einen datafizierten Journalismus in einer datafizierten Medienumgebung, in datafizierter Gesellschaft. So versuche ich das jedenfalls mir selbst klar zu machen, um diese verschiedenen Ebenen gleichzeitig zu unterscheiden, aber auch mitzudenken. Datafizierung oder Datafication ist ja so ein Begriff, der eben in den letzten Jahren in der Forschung, aber auch im breiteren öffentlichen Diskurs sehr, sehr populär geworden ist und so ein Schlagwort geworden ist. Und Datafizierung beschreibt einen Prozess, zu denen aber wiederum selbst mehrere Prozesse gehören. Und zwar reden wir über Prozesse der Datengenerierung. Ich habe vorhin schon gesagt, also digitale Spuren. Wenn wir mit unseren Mobiltelefonen, mit unseren Smartphones Dinge tun, hinterlassen wir digitale Spuren und generieren Daten dabei. Wenn wir uns mit der Luca-App irgendwo registrieren, generieren wir Daten, die zu bestimmten Zwecken genutzt und verarbeitet werden. Wo Daten generiert werden, werden Daten verarbeitet und kann es zu Formen automatisierter Produktion führen. Also jedenfalls habe ich damals versucht, als ich, wie gesagt, habe angefangen nachzudenken, was hinter Datafizierung eigentlich steckt, grob diese drei Prozesse unterhalb des Schlagworts von Datafizierung zu identifizieren. Und das ist ja auch nicht so an den Haaren herbeigezogen, dass man jetzt sagen würde, okay, da kann man nicht drauf kommen. Also es hat was mit Datengenerierung, mit Datenverarbeitung und mehr oder weniger daran hängenden automatisierten Produktionsprozessen zu tun. Das könnte man auch für alle möglichen anderen gesellschaftlichen Bereiche sich jetzt angucken, was das im Einzelnen bedeutet. Wir interessieren uns aber heute hier für Journalismus. Und im Journalismus geht es ja im Kern darum, wenn man so will, Inhalte zu produzieren, journalistische Berichterstattung zu produzieren, Aussagen, journalistische Aussagenentstehung ist vielleicht das abstraktere Wort dafür. Und auch das folgt, oder auch diese Phasen folgen verschiedenen Prozessen und die Prozesse journalistische Aussagenentstehung, da gibt es ganz verschiedene Vorschläge davon, wie man die unterteilen kann. Und dieser rote Kreis, den ich jetzt mal reingesetzt habe in diese Prozesse der Datafizierung, das ist so ein Merger aus verschiedenen Vorschlägen, also eine Kombination von verschiedenen Vorschlägen, die man in der Literatur so finden kann. Und ich nenne die für diese Zwecke jetzt hier Beobachtung, Produktion, Distribution und Nutzung. In den meisten Prozessvorschlägen so zur journalistischen Produktion taucht Nutzung beispielsweise gar nicht auf, weil diese Idee war, das hat ja nichts mit journalistischer Produktion zu tun. Das hat sich aber mehr und mehr gewandelt in den letzten Jahrzehnten, sodass es für diesen Zweck meines Erachtens Sinn macht, Nutzung als Phase hier auch mit einzubeziehen. Also diese Idee von dieser Spirale ist, zu sagen, wir haben es mit, wenn wir von Datafizierung reden, mit Prozessen, die sich wiederum dahinter verbergen, zu tun.
Das sind diese drei: Datengenerierung, Datenverarbeitung und sowas wie mehr oder weniger automatisierte Form von Produktion. Und journalistische Aussagenentstehung findet heutzutage mehr und mehr statt innerhalb eines solchen, von solchen Prozessen der Datafizierung, ist also sozusagen umschlossen von diesen Entwicklungen. Oder so, das versucht jedenfalls diese Spirale hier anzudeuten. Da haben wir jetzt noch nicht darüber geredet, welche Formen sich anhand dessen beobachten lassen. Das geht, dazu komme ich jetzt. Also wenn man so weit gegangen ist gedanklich, welche Erscheinungen sieht man denn dann? Also welche Formen eines datafizierten Journalismus oder mit X-Journalismen beschrieben, lassen sich dann eigentlich sehen? Also wenn wir sagen, wir haben auch neue Möglichkeiten der Datengenerierung stecken dahinter, und gucken uns das in Bezug auf die Beobachtungsleistung von Journalismus an. Also ich bin jetzt hier in dieser Ecke. Dann können wir sagen, dass da ist ein beobachtbares Phänomen, das, was wir Datenjournalismus nennen. Also Datenjournalismus ist etwas, was für die Entwicklung eines eigenen, ja, so kann man sagen, Berichterstattungsmusters steht, dass wo Journalismus eine Form gefunden hat, die erhöhte Verfügbarkeit von Daten in verschiedenen gesellschaftlichen Bereichen sich zunutze zu machen. In der Corona-Pandemie ist das Phänomen Datenjournalismus nochmal sehr viel breitenwirksamer geworden. War es aber vorher schon, aber jetzt hat es nochmal so einen Schub bekommen. Also dass man, man eben sagen kann, Datenjournalismus ist so ein Beispiel dafür, wie sich durch das erhöhte Aufkommen von Daten, Stichwort Datengenerierung, die Art und Weise der Beobachtung im Journalismus geändert hat, also die Beobachtung von gesellschaftlichen Bereichen geändert hat. Denken Sie an Sport, an Wirtschaft, Finanzen, so weiter, die also alles gesellschaftliche Felder, die sehr stark datengetrieben sind und wo sich eben in den letzten Jahren ein eigenes Berichterstattungsmuster, würde ich jedenfalls meinen, oder dass es ein eigenes Berichterstattungsmuster ist, das wir Datenjournalismus nennen. Ich gehe jetzt weiter zur Produktion, Und den Teil oder dieser Kopplung, wo es um automatisierte Produktion geht, sehen wir Formen eines automatisierten Journalismus. Ich komme jetzt gleich mal dazu oder im nächsten Schritt dazu, dass wir heute noch mehr als vor ein paar Jahren sehr viel stärker über die Automatisierung des Journalismus insgesamt reden. Also als ich mit diesen Four Forms kam, war das noch sehr stark so, dass diese einzelnen Phänomene so nebeneinander und weitgehend unabhängig voneinander behandelt worden. Und in den letzten Jahren, also durch diesen Automatisierungsschub, der eben auch viel mit künstlicher Intelligenz zu tun hat, zumindest im Diskurs viel damit zu tun hat, in der Praxis vielleicht gar nicht so viel oder oft nicht so viel, dass wir eben mehr und mehr auch über Automatisierung als eine Gesamtentwicklung im Journalismus reden. Hier in diesem Modell ist es eben gemeint in Bezug auf das, was sozusagen den Kern des Journalismus betrifft, die automatisierte Erstellung von Inhalten. Da haben Sie letzte Woche, glaube ich, auch drüber gesprochen. Also da war das Thema der Vorlesung, soweit ich das im Programm gesehen habe. Also automatisierte Texterstellung. Und das ist eben auch etwas gewesen, was in den letzten Jahren auch im Journalismus und in der öffentlichen Debatte die meiste Aufregung oder beziehungsweise den meisten Hype so ausgelöst hat. Es können Texte automatisiert geschrieben werden. Aber eine Idee dieser Four Forms ist eben auch deutlich zu machen, dass dass diese Entwicklung sehr, sehr viel breiter ist und dass das nur ein Bereich ist. Den X-Journalismus
UX-Journalismus, den ich für dieses Modell erfunden habe. Der heißt etwas sperrig Algorithmed Journalism und ich höre dann auch immer regelmäßig, dass das nicht so eine gute Idee ist, das so zu nennen, weil das irgendwie sperrig ist und was es eigentlich beschreiben soll. Und Algorithmen spielen ja überall eine Rolle. Ja, richtig. Auch da kommen wir jetzt gleich noch drauf zu sprechen. Hier in diesem Modell ist es eben die Idee, dass eben an dieser Stelle tatsächlich zu koppeln an die Phase der Distribution und zu betonen, dass im datafizierten Journalismus oder innerhalb dieser vier Formen auf der Ebene Distribution Algorithmen eine zunehmend wichtige Rolle spielen in den letzten Jahren. Und zwar eben auch also für, in Bezug auf jede Art von Journalismus, ob sie nun, ob es nun Datenjournalismus oder automatisiert erstellter Journalismus oder sowas ist, sondern ganz augenfällig eben an dem Beispiel, dass mehr und mehr journalistische Kommunikationsofferten, so möchte ich mal sagen, über soziale Medien verbreitet werden, die algorithmenbasiert operieren und damit eben journalistische Distributionsleistungen sich verändern. Und das ist mit diesem Begriff hier des Algorithmed Journalism betont. Metrics-driven Journalism hingegen bezieht sich stark auf die Nutzung oder auf die Ebene der Nutzung und betont den Aspekt, dass zur Datafizierung des Journalismus gehört, ganz zentral gehört. Ich würde sagen, auch in den letzten Jahren eins der Schwerpunktthemen in der Journalismusforschung tatsächlich gewesen, sich damit zu beschäftigen, wie sich journalistische Produktion oder auch Wahrnehmungsroutinen ändern, dadurch, dass in Redaktionen viel, viel mehr Datenspuren, Digital Traces, also digitale Spuren, habe ich am Anfang gesagt, der Nutzung des Publikums verfügbar sind. Also so Daten aus der Marktforschung oder Quoten oder so, die gibt es ja schon ewig. Aber wie sich eben durch die Datafizierung und die digitalen Medien und die Verfügbarkeit von Nutzungsspuren hat sich dieses Datenaufkommen in Bezug auf die Nutzung im Journalismus extrem geändert in den letzten Jahren. Und zwar auf allen Aggregationsebenen, also vom einzelnen Nutzerkommentar eben bis hin zu aggregierten Webanalytiken und den Teil oder diesen Bereich, der das verdeutlicht, habe ich jetzt hier in diesem Paper Metrics-Driven Journalism genannt. Und wie gesagt, also das ist in den letzten Jahren ein sehr intensiv beforschtes Thema gewesen, sehr stark mit der Frage verbunden, führt das jetzt dazu, dass Journalistinnen und Journalisten sich immer stärker an dem orientieren, was sie für die für Publikumspräferenzen halten, aufgrund von Klickzahlen, mal so formuliert. Ich gucke jetzt schon auf die Zeit und genau, ein bisschen haben wir ja noch. Nochmal zusammengefasst, was die Four Forms charakterisieren sollen oder worauf der jeweilige X-Journalism der Four Forms Augenmerk richten will. Datenjournalismus, der für die Entwicklung eines eigenen Berichterstattungsmusters steht, also eine Adaption des Journalismus an die erhöhte Verfügbarkeit von Daten, der sich koevaluativ mit fortschreitender Datafizierung der Gesellschaft und ihrer Felder, zum Beispiel der Politik, der Wirtschaft und des Sportes, entwickelt und was wir aktuell eben sehr, sehr gut in der Corona-Pandemie gesehen haben und beobachten können und sagen kann, okay, hier verändert sich die Art und Weise, wie Journalismus die Gesellschaft beobachtet. Sie wird ein Stück datenbasierter. Nicht zu sagen, dass es nicht früher auch schon eine Rolle gespielt hat. Also so Wahlberichterstattung zum Beispiel ist auch klassischerweise etwas, was schon lange, lange sehr datenbasiert ist. Aber da sieht man schon einen Shift. Algorithmed Journalism betont die zunehmende Bedeutung von Algorithmen, vor allen Dingen für die Distribution journalistischer Inhalte, zumindest jetzt hier in diesem Modell. Automated Journalism steht für die Form eines datafizierten Journalismus, die den Kern des Journalismus betrifft, nämlich die Produktion von Inhalten. Mit Kern meine ich jetzt hier
nicht zu sagen, dass die anderen nicht auch, Distribution nicht auch den Kern betrifft, aber die Produktion von Inhalten, also die Inhalterstellung, also das, was so der Output des Journalismus ist, das kann man schon, die wichtigste Leistung des Journalismus, auch nach außen die augenfälligste Leistung ist. Deswegen ist das, also das ist wahrscheinlich auch eine Erklärung dafür, warum gerade in den Anfängen der Diskussion oder auch in der breiteren Debatte es sehr, sehr häufig um diesen Teil des startup-fizierten Journalismus geht, wobei die anderen Prozesse oder Entwicklungen nicht weniger tiefgreifend sind. Metrics-driven Journalism kann man sagen, ohne dass man es gleich unbedingt immer befürchten muss, dass das schlecht für die Qualität des Journalismus ist, bindet den Produktions-, Distributions-, Rezeptionszirkel enger zusammen denn je, weil man natürlich auf all diesen Stufen Daten anfallen und ja, dass mehr oder weniger eng miteinander gekoppelt werden kann in journalistischen Produktionsroutinen. Ich mache jetzt mal einen Sprung. Ich habe ja gesagt, also dieses Paper ist 2018 erschienen. Da, also für das Schreiben hat da nicht so eine Rolle gespielt, obwohl das da natürlich auch schon ein Thema war. Ich habe mich ja schon vorher damit angefangen zu beschäftigen, weit vor 2018. Und im Laufe dieser Jahre ist ja vor allen Dingen auch in der öffentlichen Debatte, aber auch im Journalismus selbst und in der Forschung immer wichtiger geworden ist, was wir künstliche Intelligenz nennen. Ja? Und im letzten Jahr, ich weiß nicht, das haben Sie bestimmt mitbekommen und hat mit Sicherheit hier besprochen, schon auch in der Vorlesung, GPT-3, eine künstliche Intelligenz, die da nochmal für einen Schub, für einen technologischen Schub gesorgt hat, ganze Kurzgeschichten schreibt oder eben auch in den Medien Artikel gewesen, zu lesen waren, wie in der Süddeutschen oder auch im Guardian, die diese Technologie selbst geschrieben hat oder eben auch mit nachträglicher Edition der Redaktion. Und das war so der letzte große Schub in der Diskussion, dass Inhalteproduktion immer besser wird. Und tatsächlich ist diese Entwicklung ja auch frappierend. Ich habe in meinem Freundeskreis auch viele Journalistinnen vor allen Dingen. Und mit einer habe ich darüber gesprochen. Also ich spreche immer mal wieder darüber, wenn ich dann solche Vorträge halte wie heute und sie mich fragt, was ich denn so mache gerade. Und ich habe ein Zitat mitgebracht, was sie mir dazu geschrieben hat auf WhatsApp, als ich geschrieben habe, dass ich so einen Vortrag halte zum Thema KI im Journalismus. Und das habe ich heute nochmal mitgebracht, weil meiner Beobachtung nach sind die Diskussionen darum, also wenn ich auf Podien sitze oder Vorträge dazu halte, geht es immer sehr viel darum, was kann die Technologie denn eigentlich jetzt alles genau und wie kann man das einsetzen und so weiter. Und ich bin ja keine Informatikerin, also ich verstehe da ein bisschen was von, aber was man da jetzt demnächst alles machen kann, das weiß ich auch nicht so genau. Und mich interessiert ja vor allen Dingen die soziale Verwendung. Und auch aus diesem Grund habe ich dieses Zitat mal mitgebracht, dass man sich mal so ein bisschen eine Vorstellung davon machen kann, welche Aspekte da noch eine Rolle spielen. Und ich lese das jetzt mal eben vor, auch wenn Sie das wahrscheinlich jetzt schon gemacht haben, parallel. Und meine Freundin sagte, wie gesagt, eine freiberufliche TV-Journalistin, so Mitte 50, die ganz, ganz lange schon im Journalismus ist und viele verschiedene Dinge gemacht hat. Und sie sagt, oh, das finde ich total spannend. Ich müsste mich erst in das Thema einlesen, aber spontan kommt mir der Gedanke, dass die Reportage, das unmittelbare Erleben, die persönliche Einordnung, die Unterhaltung, alles, was ein Journalist jenseits der trockenen Fakten bringt, niemals durch KI ersetzt werden kann. Und wenn es dazu kommen sollte, weiß ich nicht, ob ich das miterleben möchte. Ich finde auch den Aspekt so wichtig, dass diese Entwicklung mit Selbstentfremdung einhergeht und mit Selbstzweifeln und einer Erschütterung der Identität. Wenn ein Algorithmus sich dem nähert, was mich ausmacht, meiner Empathie, meinem Denken, meiner Wahrnehmung, dann bin ich sozusagen in meiner geistigen Existenz bedroht.
Und was ich halt immer wieder erlebe in so Diskussionen ist, dass Menschen, die sich dann sehr mit der Technologie sehr gut auskennen, sagen, ja, das, so muss man das gar nicht sehen und so mächtig ist das gar nicht. Und das dient ja eher der Unterstützung der journalistischen Arbeit. Sicherlich auch alles wahr. Ich sehe hier gerade was im Chat, muss ich mich darum kümmern. Okay, da muss ich jetzt nichts zu sagen. Ich dachte, ich bin irgendwie nicht zu hören, deswegen habe ich da reingeguckt. Also wenn ich nicht zu hören bin, geben Sie mir auf eine andere Art und Weise ein Zeichen bitte, dann lasse ich den Chat nämlich jetzt mal außer Acht, sonst bringt mich das zu sehr raus. Genau. Und dann konzentriert man sich immer sehr darauf, was die Technologie jeweils gerade kann oder vielleicht mal können sollte und wie man das gut implementieren kann. Aber der Faktor Mensch, der spielt dann oft nicht so eine große Rolle. Und der ist natürlich auch extrem wichtig, wenn es darum geht, wie in Redaktionen mit Technologie mit oder ohne KI gearbeitet wird und wie einzelne Mitarbeitende das Gefühl haben, ob sie da noch mitkommen, sozusagen mit dieser Entwicklung. Dazu will ich gleich auch noch mehr sagen. Tatsächlich kann man sagen, wenn es um KI im Journalismus, aber auch allgemein geht, geht es immer um die Qual der Definition. Also was ist das jetzt eigentlich? Und ich habe, oder was verbirgt sich dann jetzt hier eigentlich? Und ich habe hier mal ein Zitat mitgebracht, das ist aus einer Studie entnommen, wo Breiter global befragt wurde von Charlie Beckett ist der Autor hier, steht aber ein ganzes Team an der LSI dahinter, in verschiedenen Redaktionen gefragt hat, was eigentlich das Verständnis ist von KI und Automatisierung und Journalismus. Und das hier ist eine aus dem BBC Newsroom, die das ganz gut beschreibt. Und deswegen habe ich die mal mitgebracht. Also das, und hier wird gesagt, also da meinen unterschiedliche Menschen ganz unterschiedliche Dinge damit, wenn sie von KI oder AI im Journalismus reden. Meistens geht es um irgendwie eine fortgeschrittene Technologie. Meistens hat es was mit Machine Learning zu tun oder intelligenten Agenten, sowas wie Voice Agents oder Chatbots und Technologien, die also zur Automatisierung von bestimmten Aufgaben eingesetzt werden. Also es können ganz unterschiedliche Dinge sein. Natural Language Generation ist ja auch genannt oder automatisierte Übersetzung. Oder Transkription beispielsweise. Also ein sehr breites Feld und ich habe hier mal so ein paar Beispiele mitgebracht, wie dieses Automating Journalism habe ich jetzt mal drüber geschrieben. Also diese ganze breite Entwicklung, wo wir vor ein paar Jahren eher gesagt haben, okay, wir reden über Datafizierung, reden wir jetzt sehr, sehr viel über Automatisierung, ja. Als Prozess. Nicht zu sagen, dass Datafizierung da keine Rolle mehr spielt, weil die Daten sind die Grundlage für diese Form von Automatisierung. Also ein Prozess von Datafizierung oder ein Teil ist eben Automatisierung, die auf Daten aufbaut. Und es ist ein unglaublich florierendes Forschungs- und Praxisfeld geworden. Und hier ist ein Aufsatz, Keeping Up with the Technologies, Distressed Journalistic Labor in the Pursuit of Shiny Technologies. Das ist eine Studie, die dieses Thema eigentlich aufgreift, was ich gerade versucht habe, mit dem Zitat der Freundin zu illustrieren, was die Menschen sich eigentlich darunter vorstellen. Das ist bei einigen Journalistinnen in Redaktion durchaus auch zu Stresssymptomen führt, weil sie glauben, da ist eine Entwicklung unterwegs, mit der man gar nicht mehr Schritt halten kann. Ich komme jetzt langsam auf die Zielgerade. Genau, Forschungs- und Praxisfeld, hier ist ein Beispiel, wo man eben auch sehr gut in der Praxis sehen kann, wie sich diese Form von Automatisierung mit oder ohne KI im Journalismus weiterverbreiten. Also der Bayerische Rundfunk hat ein sogenanntes AI und Automation Lab eingerichtet, was sich genau mit Automatisierung im Journalismus beschäftigt und diese Technologien vorantreibt. Hier habe ich versucht, und das stammt
vom Journalism AI Festival letztes Jahr. Also das auch ein relativ neues Event, wo man ganz gut beobachten kann, was sind denn die Fragen, mit denen man sich da eigentlich beschäftigt oder die Tasks, die da angegangen wird. Und daran kann man das ganz gut sehen. How we build an algorithm that helps us investigate government contracts and unveil corruption cases in Peru. Das habe ich mal hier oben angesiedelt in der Ecke, wo es um Datenjournalismus und Beobachtung geht. Ohne dass man das jetzt zu eng immer diesen einzelnen Bereichen zuordnen kann, sollte, aber man doch ganz gut sehen kann, an welchen verschiedenen Stellen werden diese Technologie eingesetzt. Creating new story formats and from existing text articles using automation. Also eine Form von Automatisierung, die der Generierung von Inhalten dient, auf der Basis von schon bestehenden Inhalten. Also eine Form der Automatisierung, auch eine Form der Automatisierung von Inhalten. Oder hier oben links, how to understand and engage with our customers using AI and Machine Learning, also eher auf der Ebene der Nutzung angesiedelt. Also man sieht, dass das auch die nächste Stufe, wenn man das so benennen will, von Datafizierung, die Automatisierung, so an unterschiedlichen Phasen der journalistischen Aussagenentstehung und auch der Nutzung andockt, also damit man das eigentlich über den ganzen News Circle hinweg verfolgen kann. In der Publikation, die ich Ihnen zur Vorbereitung mitgeschickt habe, wo es eben speziell um Formen eines KI-gestützten Journalismus geht, haben wir das auch nochmal versucht, diese Spirale weiter zu benutzen, um eher deutlich zu machen, wie eben verschiedene Tasks genutzt werden, die mit Data Mining und also Verifikation zu tun haben beispielsweise, die mit Content-Produktion zu tun haben, wie ich es eben im Beispiel genannt habe, die sich in Bezug auf Übersetzung oder Personalisierung beschäftigen oder eben auch eher auf der Ebene mit Nutzerinteraktion ansetzen, also sich um alles kümmern, was mit Follow-up-Kommunikation zu tun hat, also etwa die automatisierte Auswertung von Nutzerkommentaren, sodass man auch auf dieser Ebene ganz gut sehen kann, wie es, wie gesagt, sich durch alle Stufen journalistischer Aussagenentstehung zieht. Ich komme jetzt zum Fazit, zum Journalismus in der digitalen Gesellschaft und fasse noch mal ein bisschen zusammen und gebe vielleicht aber auch noch mal einen neuen Dreh, einen weiteren Dreh. Journalismus, so habe ich versucht deutlich zu machen, wandelt sich wandelt sich in und mit der Medienumgebung, in der er operiert. Die Vorformen sind Teil und Spiegel der digitalen Gesellschaft der Daten. Und Journalismus ist nicht nur getrieben, wie das oft den Anschein hat oder dargestellt wird, nicht nur getrieben von Technologieentwicklung, sondern ist eben auch ein Treiber von Technologieentwicklung. Und wir sprechen. Also Datafizierung, so kann man sagen, ist vielleicht der Einstiegsprozess gewesen. Heute ja mehr und mehr auch von Algorithmisierung und vor allen Dingen von Automatisierung. Und um das Ganze noch ein bisschen weiterzuziehen, habe ich hier ein Zitat mitgebracht von Elena Esposito. Das ist eine Soziologin, die sich auch mit Algorithmen beschäftigt. Und sie hat in einem, wie ich finde, sehr guten Aufsatz von 2017 deutlich gemacht, und das drückt auch dieses Zitat auf, dass diese ganze Rede um wie intelligent, also um künstliche Intelligenz, Technologien oder Algorithmen sind, sie hat es eben jetzt hier sehr stark an der Figur des Algorithmus aufgehängt, dass das gar nicht so entscheidend ist. Also entscheidend ist gar nicht so sehr, wie die Maschine denkt, so sagt sie in diesem Zitat, sondern viel, viel entscheidender ist aus soziologischer Perspektive oder sozialwissenschaftlicher Perspektive, dass die Maschine fähig ist zu kommunizieren. Also dass sie sozusagen Partner in Kommunikation wird, also ein Kommunikationspartner für uns wird. Wenn wir das jetzt wiederum auf den Journalismus beziehen, dann
habe ich versucht deutlich zu machen, dass journalistische Praktiken zunehmend datenbasiert und auch durchaus KI-gestützt sein können und dass wir uns da nicht nur um die technologische Seite kümmern müssen, sondern versuchen sollten, das in hybriden Figurationen zu denken oder zumindest in hybriden, Systemen von Mensch und Maschine. Und die Frage immer wichtiger wird, auf welche Weise sind KI-gestützte Softwaresysteme in journalistische Routinen und Produktionen eingebunden? Also wie verändern die im Kern journalistisches Arbeiten? Wie arbeiten da Mensch und Maschine auf welche Art und Weise zusammen? Und durchaus auch in Bezug auf die sozialen Folgekosten. Ich habe auf dieses Phänomen des Stresses da hingewiesen. Journalismus ist nicht nur technische Verbreitung von Informationen, sondern Teil gesellschaftlicher Kommunikationsprozesse. Und das erklärt für mich auch, warum es so wichtig ist, sich diese Entwicklung im Journalismus anzugucken. Denn Automatisierung und Journalismus steht für die Automatisierung von Kommunikationsprozessen, die tief, und ich denke, so kann man das sagen, tief in die kommunikative DNA unserer Gesellschaft eingreifen. Und deswegen ist es wichtig zu verstehen, wie das genau geht. Und das ist eine Herausforderung für die Forschung und für alle, die sich damit beschäftigen und davon betroffen sind. Ja, herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit und ich freue mich auf Ihre Fragen.